Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Star Stable Online. Es gibt ein neues Video und ich krieg mal wieder keine Luft, Leute. Star Stable Online ist einfach so lang. Ich müsste sagen, herzlich willkommen zu SSO oder so. Dass ich nicht irgendwie komplett ohne irgendwelche Luft auskommen muss. Es sind ganz viele von euch dabei. Hallo an alle. Moment, ich mache das Interface an. Bist du die echte Dakota? Ich bin die echte Dakota. Hallo an Georgia Light Flight. Dina ist dabei. Die Alessia, Lena und die Ivy. Ich versuche mal ganz kurz zu winken. Und Leute, ich wollte jetzt gerade, weil ihr hattet euch gewünscht, dass ich mit James anfange. Das geht aber irgendwie nicht. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm. Aber das ging nicht. Und jetzt nehme ich einfach mal an, dass ich vielleicht einfach mal, so ein bisschen diese Quest hier anfange. Und dann mal gucke, ob wir dann irgendwann in irgendeiner Form auch zu James kommen. Falls ich irgendwann da mal einen Cut drin habe und das dann weitergeht. Wisst ihr Bescheid, ich nehme das jetzt alles zusammen auf und lasst uns loslegen. Hallo, du bist sicher einer der Neuankömmlinge in Moorlandstall. Ich komme schon seit Jahren hierher. Wenn du also Fragen über die Gegend hast, frag mich einfach. Ich heiße übrigens Syndra. Schön, dich kennenzulernen. Syndra, da bist du komplett falsch gewickelt. Wir spielen SSO seit 6,5 Jahren. Sonst sind somit schon sehr, sehr lang dabei. Ein Mädchen, das Pferde liebt. Ja, das bin ich auch. Ich komme schon seit oh Gott, Leute. Ich komme schon seit so vielen Jahren zum Reitlager des Moorlandstalls. Wenn Sie hier eine Stempelkarte hätten, hätte ich sicher schon genug für ein kostenloses Pferd gesammelt. Haha, schön wär's. Keine Chance, dass Herr Moorland ein Pferd verschenkt. Doch, mir dann Pferd geschenkt? Whoopsie! Ja, Pferde sind nicht billig, also Sky Warrior. Ach, schon gut. Ja, genau. Ist schon okay. Ich habe genug angespart, um mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Und außerdem hat Herr Moorland mir gesagt, dass es bald nichts mehr gibt, das er mir noch beibringen könnte. Ja, das ist doch schön, Syndra. Zeit, neue Wege zu gehen. Ich werde nie die beste Reiterin sein, die ich sein kann, wenn ich mich nicht selbst fordere, richtig? Trau dich, Syndra! Jawohl! Danke, deswegen bin ich auf dem Weg in das exotische Fort Pinter. Hast du schon von diesem Ort gehört? Es ist ein Paradies an der Küste mit viel Geschichte und jeder Menge Pferde. Es gibt da sogar eine Disco. Ich habe vor, mir das Pferd meiner Träume zu kaufen, wenn ich erst einmal dort bin. Die ist ja echt süß. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie verlaufen. Okay. Ich dachte, du kennst dich in diesem Gebiet aus. Nein, ich nehme dich mit, spring auf. Das würdest du wirklich machen? Vielen, vielen Dank. Nächster Halt, Fort Pinter. Die Frage ist jetzt nur, warum stehen hier hinten Pferde, Leute? Warum? Warum? Okay, wir gehen los mit der kleinen Maus hier hinten drauf. Diese Kringel machen es ja mittlerweile irgendwie super einfach, die Quest zu finden, Leute. Wir müssen nach Pinter und da rennen wir. Ach, mein Tony. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Das haben ja die meisten von euch hier auch in Andalusia gekauft, oder? Ich liebe meinen Tony. Oh, jetzt sind wir gleich da. Oh, der Wachmann. Haben wir jetzt sie verloren? Nee, oh Gott. Ich dachte, wir haben sie verloren und sie ist irgendwie die Klippe runtergestürzt oder so. Das wäre echt bitter gewesen. Wow, sofort stehen bleiben. Oh je. Ich fürchte, ich muss euch bitten, abzusteigen, um mich zu begleiten. Warum denn eigentlich? Regelverstoß. Du hast gegen Paragraf 46b des Kodex des Reitverhaltens in Fort Pinter verstoßen. Bin ich zu schnell geritten? Das bist du wahrscheinlich. Das bedeutet, dass du damit auch gegen Paragraph 17c verstoßen hast. Okay, fast, Leute. Dann wollen wir mal sehen. Das macht 7000 Schillinge für das Zwei-Personen-Reiten in einer Ein-Personen-Reitzone. 3500 Schillinge für überhöhte Geschwindigkeit. Ja, spinnt der. Ich hab nicht so viel Geld. Der will mich abzocken. Der will mich abzocken, der will mir 10.500 Schillinge abzocken, was gar nicht geht. Oder Coda, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe zahlen. Nee. Aha, das macht dann weitere 15.000 Schillinge Strafe für den Versuch, Strafzahlungen ohne Autorisierung abzutreten. Oh je, ich werde tun, was ich kann, aber...
kein Aber. 4000 Schillinge für das Sagen von Aber. Ja, was geht denn mit dem ab? Alter! Leg dich nicht mit mir an. Ich merke es gleich, wenn ich mit echten Unruhestifter zu tun habe. Du wirst dich sofort den Tourismusminister stellen. Er weiß, wie man mit Störenfrieden wie euch umgeht. Sechseinhalb Jahre in Jorvik und dann wird man komplett niedergemacht, Leute. Dann wird man komplett niedergemacht. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Das ist von Anfang die Quest. Das heißt, jetzt fällt mir gerade auf, ich hab die Musik nicht an, ne? Das ist jetzt mega blöd gelaufen. Soll ich die Musik nachträglich noch anmachen? Ich habe keine Ahnung, ob es hier Musik gibt. Wir machen mal die Musik an. Ich habe keine Ahnung, ob es in der Quest Musik gibt oder nicht, ihr Süßen. Aber das ist ja eine Anfangsquest quasi, ne? Die bekommen wir ja direkt, wenn wir angefangen haben zum Spielen. Und dadurch ist das jetzt alles hier ein bisschen neu. Und wir suchen James. James? Hallo? Ich kann ihn jetzt... Oh Gott. Der Tourismusminister? Er steht vor dir, das bin ich, James Cloudmill. Servus, James. Ich bin's, die Dakota. Ich habe gerade noch dieses Rennen bei dir gemacht. Also, was bringt dich zum Tourismusminister? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, James, das wissen wir. Diese Gesetzesbrecher haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Fort Pinter verstoßen. Ist das so? Bist du nicht etwa jung? Das steht mir nicht... Was? Bist du nicht etwa zu jung, um Minister für irgendwas zu sein? James wurde von unserem geliebten Bürgermeister Pina zum Minister ernannt. Du möchtest doch die Entscheidungen des Bürgermeisters nicht in Frage stellen, oder? Puh, Kumpel, ich habe alles im Griff. Geh du und zieh nach der Disco oder so. Ach, Gott sei Dank, James. Es tut mir leid, Minister. Natürlich, Minister. Also, lasst mich raten. Unser Hauptmann Waterloo hier hat dich irgendeiner albernen Straftat beschuldigt? Ja, puh, also stecken wir nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten? Falsch! Ihr steckt tiefer drin, als ihr ahnt. Abbackeni? Warte, gib nicht Dakota die Schuld. Ich zahle die Strafen. Nach dem, was der Machmann sagte, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Er hat euch die Beurkundungsgebühr erlassen? Sagen wir also glatte 50.000. Was? 50.000. Hey, sieh mich nicht so an, der Bürgermeister macht die Regeln. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der geschworen hat, für ihre Einhaltung zu sorgen. James will doch nur Kohle machen. Nein, ich hatte gehofft, mir ein Pferd von meinen Ersparnissen kaufen zu können, aber... Ihr mögt also Pferde, ja? Dann habe ich genau den richtigen Job für euch. In einer Viertelstunde legt ein Boot voller Touristen an und alle meine Leihpferde sind noch auf der Weide. Wenn die Pferde nicht bereit sind, bis die Touristen auftauchen, ist ihr Urlaub ruiniert. Das wäre ja schade. Wie können wir helfen? Ihr beide werdet sie für mich holen. Du darfst sogar eins reiten, Syndra. Hurra! Ich lasse meine Pferde gerne in der Nähe von Ferdinands Pferdemarkt weiden. Okay, streng genommen sind sie in Ferdinands Pferdemarkt. Oha! Glaub mir, ich habe da etwas mit ihm ausgemacht. Meine Pferde sind gut für sein Geschäft, deswegen hat er sie gerne dort. Deswegen stehen die Pferde da unten. Holt einfach die Pferde. Und falls Ferdinand oder Eddie irgendwas sagen, sagt ihnen, James hätte euch geschickt. Alles verstanden? Pferde abholen? Für diesen Job wurde ich geboren. Okay, aber irgendwas sehe ich auch so. Nö, ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Bring mir die Pferde sofort hierher zurück und vielleicht rede ich dann mit dem Bürgermeister darüber, eure Strafe zu verringern. Alles klar. Also ich glaube nicht, dass James wirklich Pferde hat. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Pferde herkommen, aber das werden wir vielleicht gleich rausfinden. Ein paar Sekunden später. Und dann sind wir angekommen bei den Pferden. Die sehen schon mega cool aus, oder? Der Mustang, den, glaube ich, kennen wir von meinem Zuhause, von Jarlaheim, vom Jorvik-Stall. Aber der hier, der ist nagelbrandneu, hätte ich gesagt. Hier sind wir richtig. Ja, ich glaube auch. Bist du soweit, die Pferde zurück zu James zu bringen? Ja. Ich denke, schon komisch. Ich war schon oft hier und habe immer angenommen, dass diese Pferde zu Ferdinands Markt gehören. Wer hätte gedacht, dass er sie sich von James leiht? Hä? Macht gar keinen Sinn. Wer leiht sie von James? Hä? Irgendwas sagt mir, dass es James ist, der sich hier etwas leiht. Ich denke auch. Ich glaube nicht, dass es die Pferde von James sind. Ich denke eher, dass es die Pferde von Ferdinand sind. Wirklich? Aber er wirkt so anständig.
Halt! Was macht ihr da mit den Pferden? Ja, da haben wir es schon. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. James hat uns geschickt. James? Okay, na dann. Geht und sorgt dafür, dass die Pferde bewegt werden. Und sagt James, dass ich nicht vergessen habe, was ich ihm schulde. Eddie wird ihm das Geld am Ende der Woche bringen. Ich wusste, wir können James vertrauen. Bringen wir diese Pferde zurück nach Fort Pinter, bevor die Touristen ankommen. Okay. So. Sie reiten natürlich den schönsten. Klar, so, Moment. Wir graben uns jetzt mal alle Pferde kurz. Die sollen alle losgehen. Gehst du jetzt weiter? Oh, das wird voll stressig, Leute. Ich kann es euch jetzt schon sagen, das wird mega stressig. Geh weiter. Komm. Go, go, go. Komm. Oh nein, es bleibt der wieder stehen. Oh Gott. Also vermutlich ist es mega Kommt. Los geht's, komm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Wo gehen wir denn hin? Ach so, wir müssen da runter. Wir müssen quasi die Leute abholen, ne? Okay. Eine Ewigkeit später. Puh, so. Also die Quest ist so ein bisschen anstrengend, weil die drei Pferde immer unterschiedliche Wege entlang schreiten. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann demnächst irgendwann auch geschafft. Wir sind jetzt nur den Umweg des Jahrhunderts irgendwie gefühlt gegangen. Gut. Aber die Quest ist ja für Anfänger, das heißt, da lernt man gleich mal so sein Pferd, ne? Wenn man hier die ganzen Cutting-Techniken machen muss, dass man die Pferde vorantreibt. Und das Pferd ist gerade durch einen Baum gegangen. Ich meine, warum nicht, ne? Also, ne? Also, bleib nah an dem Pferd, um sie... Ja, ich bleib ja nah dran. Es ist ein langer Weg. Es ist ein sehr, sehr langer Weg. Mir gefällt der Schwarze hier. Der ist echt mega süß. Es ist ein Hanno, oder? Es ist der schwarze Hanno, den wir schon haben im Spiel. Kann sein, oder? Der sieht mega schick aus. Oh mein Gott, wie weit müssen wir denn noch? Sagt jetzt bitte nicht, dass wir jetzt nach Fort Pinter müssen. Wir sind den Umweg des Jahrtausends gegangen. Die Rosalie macht, glaube ich, auch gerade die Quest. Die versucht hier auch gerade die Pferde unter Schach zu halten. So, haben wir jetzt alle Pferde? Ich meine, schade, dass mir die anderen Mädels nicht helfen können, ne? Das wäre cool. So Koop, Leute. So Koop. Wir kümmern uns alle um die gleichen Pferde. Ja, wir haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank. Eskorte, ja, wunderbar. Das habt ihr toll gemacht, ihr Kinder. Prima. Ganz fein. So. Ich habe mich um drei Pferde gekümmert, sie um eins. Na, eigentlich um zwei. Gutes Timing, die Touristen sind da. Glückwunsch, Leute, ihr habt ihren Urlaub gerettet. Ja, da bin ich aber froh. Dann mache ich aber hier jetzt einen kurzen Cut. Und das nächste Video kommt wahrscheinlich schon morgen. Ich hätte gesagt um 17.30 Uhr, bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube morgen 17.30 Uhr. Dann geht's weiter mit James und der Anfangsquest. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!